Guten Morgen. Ja, ich fühle mich heute überhaupt nicht gut. Total belegte Stimme, Hals und so. Ich bin jetzt auf dem Weg nach, wo geht's denn hin? Nach Oberhausen fahre ich jetzt. Genau, ich muss in Oberhausen ein Seminar geben für Referendare und Referendarinnen. Und naja, ich weiß noch gar nicht genau, was das wird. Werden wir gleich sehen. Jetzt erstmal nach Oberhausen. Ich bin nämlich ein bisschen spät dran, wie eigentlich immer. Okay. Seminar ist zu Ende. Ich habe jetzt gerade Feierabend gemacht, also jedenfalls hier in Oberhausen. Finde mich jetzt im Auto und bin auf dem Weg nach Köln von hier aus. Denn in Köln gebe ich ein weiteres Seminar und das wird dann wohl bis heute Nachmittag dauern. Ich habe heute Abend eigentlich noch ein Treffen mit den Jungs aus dem Büro, Affen auf Ruhe. Mit denen machen wir eigentlich heute Abend noch mal so ein kleines, ja, so ein Beisammensein, Projekt bequatschen. Wir haben da was Größeres vor der Tür stehen. Ich bin allerdings ziemlich mitgenommen, krank, grippig. Und ich hoffe, dass ich bis heute Abend durchhalten werde, aber wird man sehen. Jetzt geht es erstmal nach Köln und dann sehen wir weiter. In Köln angekommen. Köln Zentrum. Ganz grausame Stadt hier, was den Verkehr angeht. Der Weg hierhin alleine war schon desaströs. Aber jetzt auch hier im Innenstadtbereich. Köln könnte ich jedes Mal kotzen. Wenn du hier kein Fahrrad hast, bist du auf jeden Fall komplett aufgeschmissen. Egal, ich bin angekommen, ich habe es geschafft. Jetzt mal schauen, das Seminar von hier aus sind das nochmal so 10 Minuten mit dem Innenstadtverkehr. Sind nur ein paar Kilometer, aber wird man auf jeden Fall 10 Minuten, Viertelstunde brauchen. Das wird eine Diskussionsrunde mit Tischgruppen. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Ist auf jeden Fall an einem Gymnasium. Eine Menge Schüler da wahrscheinlich auch. Aber auch Lehrpersonal und Pädagogen. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Aber erstmal müssen wir da hinfinden. Ich hoffe, der Navi leitet mich. Von dem, was wir hier vor 2 Monaten gehabt haben, als wir Schulfest hatten, da haben wir das mit ca. 200 Leuten draußen auf dem Schulhof gemacht. Das war schon eine Nummer. Ich will nochmal darauf zurückkommen, auf das, was da am Anfang stand. Tanz ist für uns Respekt. Ich habe ja im Vorgespräch schon gesagt, wir haben hier keine AG Respekt oder so etwas, sondern nicht nur Tanz ist hier bei uns Respekt, sondern das ist die Grundlage unseres Arbeitens. Ja, das Seminar auch zur Hälfte überstanden. Ich fahre mir jetzt eben eine Kleinigkeit zu essen holen. Waren gerade erst so ein paar Tanzvorführungen. Dann haben die Leute sich vorgestellt, die Organisatoren. Ganz gute Veranstaltung. Die Landesmutti war auch da, die Frau Kraft, hat man ja gerade auf den Aufnahmen gesehen. Auch ganz nette Person, auf Anhieb sympathisch gewesen.
Jetzt machen wir gleich noch einen Pressetermin, irgendwie ein paar Fotos machen und so. Und dann gibt es große Gesprächsrunden und da hoffe ich mir doch ein bisschen mehr Teilnahme der Schüler, als gerade da irgendwie von den Organisatoren irgendwie gezeigt wurde. Aber ansonsten bin ich da echt ganz glücklich mit. Ich finde, das ist eine richtig gelungene Veranstaltung. Schule gegen Rassismus, das Thema, Oberthema ist Respekt. Und ja, eigentlich auch mal eine neue Herangehensweise. Die lebende Bibliothek bedeutet im Endeffekt ein Projekt zu machen mit Menschen, die aus ihrem Leben erzählen und somit als lebende Bücher in einer lebenden Bibliothek verstanden werden können. Ist mal eine neue Umsetzung an das Thema ranzugehen, sonst fällt ja irgendwie für das Thema Jugendarbeit, fällt den Leuten ja nur noch ein Breakdance oder ein Graffiti-Workshop ein oder ein Rap-Schreiben zusammen irgendwie, was kein Fisch mehr vom Teller zieht. Und deswegen bin ich ganz begeistert, dass das jetzt in so eine Richtung geht. Wie gesagt, eine Kleinigkeit essen und dann geht's richtig los und dann habe ich auch Feierabend und dann geht's nach Hause. Fortsetzung von gestern. Nach der Veranstaltung in Köln bin ich auf dem Rückweg auf der Autobahn dreimal eingeschlafen. Während der Fahrt. Das war nicht so gut. Bin dann erstmal rechts rangefahren, also auf einem Rastplatz gehalten und habe mich erstmal für ein Powernapping so 20 Minuten hingelegt. Das war dann auch schon echt optimal. Danach ging es wesentlich besser, aber immer noch nicht richtig fit. Das war eine Höllenfahrt. Es war etwas über anderthalb Stunden und es kam mir vor, als wäre ich die ganze Nacht unterwegs gewesen. Deswegen habe ich da auch nicht mehr weitergefilmt. Ich bin nach Hause, habe mich direkt ins Bett gelegt irgendwie und da war dann auch Feierabend für mich. Fahr doch, du Spasti! Ja, jetzt auf dem Weg nach Iserlohn. Ich war heute Morgen schon bei der Post, habe ein paar Pakete weggebracht und ja, was gegessen gerade. Und jetzt 5 Stunden im Tattoo-Studio abreißen und dann schauen wir mal, was der Abend so bringt. Ich glaube, ich fühle mich nämlich immer noch nicht ganz so fit. Ich glaube, ich werde einfach zu Hause bleiben, nichts machen. Ich wollte noch ein Video fertig schneiden, werde ich aber auf morgen verschieben. Naja. So viel dazu. Bye, bye.